Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen und hebe die Sitzungsunterbrechung auf. Zunächst möchte ich begrüßen auf der Besuchertribüne die Generalkonsulin der Republik Indonesien, Frau Wahyu Hersetyati. Herzlich willkommen hier im Herzlichen Landtag. Eingegangene und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Bürgerwille endlich achten, Windkraftausbau stoppen, Drucksache 19/5305 aus 19. Die Dringlichkeit wird bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 73 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 35 zu diesem Thema aufgerufen werden. Das ist der Fall. Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 62, Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Integration und Antidiskriminierungspolitik in Hessen erfolgreich weiterentwickeln, Drucksache 19/5281 aus 19. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Und als Erstes hat das Wort Kollege Tippi. Ich habe sonst nichts. Normalerweise. Hier drüben bei der Kollegin. Ah, wenn man mir das vorenthält, dann kann ich das leider nicht sehen. Als Erstes hat das Wort Kollege Bocklet, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ich fordere jetzt keinen Untersuchungsausschuss. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Setzpunkt Integrationspolitik bedarf aus meiner Sicht einer Vorbemerkung, und gestatten Sie mir das. Der letzte Sonntag bedeutet eine Zäsur in der Bundesrepublik mit dem Einzug von offen rassistischen Rechtspopulisten. Das Ergebnis der Bundestagswahl, dieses Ergebnis der Rechtspopulisten vor allem, ist nach Auskunft vieler Wahlforscher ein Zeugnis von einem Protest. Die Hinweise und Informationen, wogegen da protestiert wurde, ergibt zweierlei Thematik. Zum einen wird aufgeführt, dass diesen Menschen eine kulturelle Einstellung praktisch vieles von dem, was eine offene, tolerante und moderne Gesellschaft ausmacht, bekämpfen. Sie wünschen sich praktisch die Zeiten der 50er Jahre zurück. Eine Gesellschaft ohne Nichtdeutsche, eine Gesellschaft, in der traditionelle Rollenbilder, verkürzt gesagt die Frauen am Herd, sich wiederfinden, in dem Homosexualität noch geleugnet und strafbar war, in dem Umweltprobleme nicht wahrgenommen wurden, geschweige es denn eine Umweltgesetzgebung gab. Diese Zeiten sind, selbst wenn man sie will, nicht wieder zurückzustellen. Die 50er Jahre sind definitiv vorbei. Wir leben in einer komplexeren und modernen Gesellschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Wahlforscher geben einen zweiten Hinweis auf das Protestwahlverhalten. Und deswegen kommen wir deshalb direkt zu unserem Setzpunkt. Es gibt Hinweise darauf, dass sich Teile dieser Menschen, die rechtspopulistisch gewählt haben, Sorgen über die Sicherheit, ihre soziale Sicherheit machen, dass sie sich Sorgen machen um den Zusammenhalt des Landes. Und hier finden wir eine Situation vor, in der sich für diese Menschen Minderheiten anbieten, diese als Ursachen für ihre Probleme heranzuziehen. Ob Ausländer, ob jahrelang hier lebende Migranten, ob Geflüchtete, ob Schwule oder Lesben, ob Andersdenkend oder Andersaussehende, ob in Anführungszeichen rot-grün versiffte Politiker, ob Christdemokraten, die mit humanen Entscheidungen in großer Verantwortung Geflüchteten geholfen haben, ob Engagierte für die Umwelt oder für ein vereintes Europa, sie alle sollen schuld sein für die schlechte Situation der Menschen, die dann extrem wählen. Und das ist natürlich Unfug, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme aus Frankfurt, und wir hatten 1990, auch dort war ich kommunalpolitisch engagiert, als wir eine ähnliche gesellschaftliche Situation vorfanden, eine große Debatte über die Asylgesetzgebung. Auch hier, Sie erinnern sich vielleicht noch, gab es eine große Zustimmung für Republikaner damals, die auf dem Rücken von Asylsuchenden versuchten, politischen Honig daraus zu saugen. Die Stadt Frankfurt hat sich damals dieser Situation offen gestellt.
Sie schuf ein Amt für multikulturelle Angelegenheiten, das heutige Amt für Integration. Die Aufgabe war so schlicht wie schwierig zugleich. Die reale Situation wahrnehmen, sie nicht leugnen, sich ihr stellen, die Probleme sehen, sie konstruktiv mit allen Betroffenen gemeinsam lösen. Dieses Amt und die folgende Phase der Integrationspolitik war und ist der Boden des friedlichen Zusammenlebens in Frankfurt, wo 35% Menschen ohne deutschen Pass aus 190 Nationen leben. Und diese Integrationspolitik ist und bleibt die Grundlage des sozialen Zusammenhalts einer Großstadt. Diese Politik, die heute selbstverständlich geworden ist, sie ist auch vorbildlich und erfolgreich. Wir werben für diese Politik auch in Hessen. Eine gute Integrationspolitik zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Realitäten einer komplexen Welt sehen, sie nicht leugnen, Probleme erkennen und Lösungen erarbeiten und dies mit den Menschen direkt diskutieren, sie mitnehmen in die Welt mit den neuen komplexen Herausforderungen und Anforderungen, in der sich viele fragen, ob sie diese bestehen können. Eine gute Integrationspolitik muss deshalb ihre Bürger mitnehmen bei der Wahrnehmung der Probleme einer modernen, immer schneller entwickelnden Gesellschaft der Globalisierung. Und das müssen wir und das tun wir auch in Hessen mit unserer Integrationspolitik. Das ist unser Leitbild. Wir müssen unsere Politik erklären, die komplexe Welt erklären, und wir brauchen eine dringende, notwendige Politik, die die Probleme offen und ehrlich anspricht. Das ist unbequem. Noch nie hat der Abgeordnete des Bundestages Tom Königs gesagt, noch nie war Außenpolitik so viel Innenpolitik wie heute. Wenn Kriege in der Welt stattfinden, so können bald danach Flüchtlinge zu uns kommen. Wenn Außenwirtschaftspolitik andere Länder ihre heimische Wirtschaft massiv bedrohen und dadurch die einheimischen Menschen verarmen lässt. Wenn Klimawandel Länder überfluten oder versteppen lassen, werden Menschen dorthin kommen, wo die Umwelt noch intakt ist. Das muss erklärt werden. Die Welt ist kleiner geworden. Deutschland ist keine Insel. Und auch diese Erklärung ist ein Werben für eine kluge Integrationspolitik. Das zeichnet uns auch in Hessen aus. Wir gehen unter diesen schwierigen Weg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn man dann für diese Probleme eine Wahrnehmung geschaffen hat, eine Sensibilisierung geschaffen hat, dann muss man Lösungen anbieten. Diese Menschen müssen integriert werden, einerseits an demokratischen Diskussionen, aber wir müssen uns natürlich auch um die Betroffenen kümmern, die hier sind, die Diskriminierten oder die Geflüchteten, die Menschen mit Migrationshintergrund. Wir müssen ihnen Angebote machen, und diese Lösungen und Angebote fallen nicht vom Himmel. Sie müssen hart erarbeitet werden, sie müssen gemeinsam diskutiert entworfen werden. Und dafür werben wir nochmals. Es ist mittlerweile eine große Bandbreite von Angeboten entstanden, eine Fülle von Maßnahmen, die ineinander greifen. Sie muss sich allen Zielgruppen annehmen und sie in den Fokus nehmen, alle Zielgruppen, auch die Verunglimpfung ausgesetzt werden. Und deswegen komme ich hier beim konkreten Handeln in Hessen die wichtigsten Punkte zur Erwähnung. Der Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen, der nunmehr 2,9 Milliarden € auszeichnet. Das Landesprogramm Wir verfügt nun fast über 9 Millionen € und wird dieses Jahr um eine weitere Million aufgestockt. Wir haben tatsächlich auch eine aktive Partnerschaft zwischen dem Land, den Kommunen, den freien Trägern und Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben darüber hinaus 66 Fachstellen als Wir-Koordinatoren eingerichtet. Es gibt 340 innovative Projekte für eine lokale Kultur des Miteinanders, niedrigschwellige Sprachkurse für Erwachsene. 2,9 Millionen € für Sprachkurse für Geflüchtete mit Kinderbetreuung. Wir finanzieren fast 3.000 zertifizierte Lotsen, die im Alltag konkret helfen. Wir haben ein extra Modellprojekt für geflüchtete Frauen. Wir haben ein hessisches Kompetenzzentrum für Vielfalt eingerichtet. Und wir natürlich verfolgen eine intensive Einbürgerungskampagne, um noch mehr dafür zu werben, sich hier zu integrieren. Das alles zeigt, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein Ausschnitt von vielen guten Maßnahmen. Integrationspolitik findet vor Ort statt. Es ist ein mühsames, kleinteiliges Geschäft. Aber die Arbeit lohnt sich. Wir wollen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Integration dieses Landes werben und kämpfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die hessische Politik zeichnet sich für eine Schaffung auch von Integrationsstrukturen aus. Der bundesweit anerkannte Integrationsmonitor sei hier erwähnt. Wir haben auch Strukturen geschaffen, das stärker aufgewertete Integrationsbeirat, die stattfindenden Integrationskonferenzen zeigen dies, dass wir die Akteure dieses Feldes einbinden.
Und wir wollen, dass es weiter betrieben wird, dass diese Integrationspolitik interfraktionell einen Konsens in diesem Haus gibt. Es gibt keine Alternative zu einer fortschrittlichen Integrationspolitik. Sie ist alternativlos. Nur durch sie erhalten wir den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Nur durch sie erreichen wir die Integration aller Menschen und die Teilhabe an unserer Gesellschaft. Sie ist alternativlos, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein friedliches Zusammenleben bedeutet aber auch, dass wir uns um die Menschen kümmern, die sonst noch diskriminiert werden. Und lassen Sie mich hier an dieser Stelle diese Zielgruppen aufführen. Oft werden Menschen wegen ihres Geschlechts und Alters, der Herkunft, Religion, Behinderung oder sexuellen Orientierung ausgegrenzt. Und deshalb hat auch hier die Landesregierung mit einer aktiven Antidiskriminierungsarbeit geantwortet. Es gibt einen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt mit über 30 Vorhaben. 500.000 € für Veranstaltungen, Projekte, Publikationen. Und natürlich wurden Netzwerke geschaffen für LSBTIQ-Geflüchtete. Und auch insgesamt wird es jetzt Netzwerke geben für Antidiskriminierung LSBTIQ. Für uns gilt, wir wollen solidarisch zusammenstehen. Denn in Hessen darf es keinen Platz für Diskriminierung und Rassismus geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Menschenwürde ist unteilbar. Hessen bleibt tolerant und weltoffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin am Ende meiner Rede angekommen, aber gestatten Sie mir noch, die letzten 20 Sekunden, Frau Präsidentin, zu nutzen für ein persönliches Anliegen. Lieber Joe Dreiseitel, heute wirst du deine letzte Rede hier halten als Staatssekretär. Es ist mir ein ganz besonderes persönliches Anliegen, für deine letzten Jahre der Arbeit hier zu danken. Ich glaube, das sage ich für alle hier im Saale. Ganz herzlichen Dank, du und deine Mitarbeiterin. Stellvertretend darf ich Bettina Schreiber oder Katharina Oster erwähnen, dein Team und du. Ihr habt fantastische Arbeit geleistet, hervorragende Arbeit, immer auch eine schwierige Phase, da ungewohnte Wege zu bestreiten. Lieber Joe Dreiseitel, du gehst nun in deinen verdienten Ruhestand, nicht ganz freiwillig, dennoch. Du hast ihn wahrlich verdient. Herzlichen Dank, lieber Joe Dreiseitel. Vielen Dank. Als nächster Redner ist der Kollege Rock von der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Staatssekretär Dreiseitel, auch ich danke Ihnen im Namen meiner Fraktion für Ihre für Hessen geleistete Arbeit. Und ich bedauere sehr, dass Sie gesundheitsbedingt frühzeitig in Ruhestand gehen müssen. Ich glaube, das wünscht jeder jedem hier, dass er in guter Gesundheit ist. Und darum natürlich der Respekt auch meiner Fraktion für die für Hessen getane Arbeit. Jetzt werde ich mich mit Ihrem Antrag und auch Ihrer Bilanz beschäftigen. Das ist vielleicht dann ein bisschen kontroverser, aber das ist eben einer Opposition so gegeben. Das kann ich Ihnen jetzt leider nicht ersparen an der Stelle. Wenn ich gerade als freier Demokrat über das Thema Integrationspolitik spreche, dann ist das eine Herzensangelegenheit der Freien Demokraten hier im Hessischen Landtag. Ich glaube, das weiß jeder, der hier sitzt. Jörg-Uwe Hahn als stellvertretender Ministerpräsident, als erster Integrationsminister des Landes Hessens, hat als Querschnittsminister hier den Startschuss gegeben und viele wichtige Initiativen vorangebracht. Das ist eine Herzensangelegenheit der Freien Demokraten. Und darum werde ich mich natürlich auch intensiv mit dem auseinandersetzen, was Sie hier als neue Koalition in diesem Bereich getan haben. Das ist keine gute Bilanz für Sie. Sie haben als erstes Mal den Stellenwert dieses Ministeriums herabgesetzt. Das war nicht mehr Ministeraufgabe, es war Aufgabe eines Staatssekretärs. Die GRÜNEN, denen ich gerne einräume, dass Ihnen das auch wichtig ist, das Thema, haben es an ein CDU-Ministerium gegeben. Das wissen wir aus unserer Koalition,
in diesem Thema nicht Ihre Hauptaufgabe, Ihr höchstes politisches Engagement gesehen haben. Sie haben das Thema dann leider auch ein Stück weit aus den Augen verloren. Was meine ich mit Thema? Es geht nicht konzentriert um Antidiskriminierung, es geht nicht konzentriert um Flüchtlinge und Flüchtlingskrisen, sondern es geht um eine Entwicklung, die Jahrzehnte in unserem Land im Gange war, indem wir festgestellt haben, es gibt eine verfestigte Integrationsproblematik. Wir haben in Städten Situationen, wo sich eine verfestigte Integrationsproblematik abzeichnet, und wir wollen diese Themen aufgreifen, und zwar strukturiert, langfristig dem entgegenwirken. Wir wollen die Gesellschaft zusammenhalten, und die Zielgruppe, um die wir uns kümmern wollten, waren vor allem die Menschen, die seit vielen Jahren hier leben und trotzdem noch nicht nach unserer Sicht ausreichend Chancengerechtigkeit integriert in unserem Land sind. Das ist die eigentliche Zielgruppe, mit der wir uns auseinandergesetzt haben. Sie haben dieses Programm und diese Idee verbreitet, wenn man es positiv sehen will. Ich sage, Sie haben das eigentliche Ziel aus den Augen verloren. Und das haben Sie, indem Sie alles auf das Thema Flüchtlinge, Flucht verbreitet haben. Sie haben, das ist ja auch jetzt zu erwarten mit dem neuen Staatssekretär, den Sie angekündigt haben, der vor allem das Thema Antidiskriminierung hier immer wieder in den Fokus gestellt hat, habe ich auch nicht die Hoffnung, dass es künftig besser wird an der Stelle. Wir sind der Auffassung, dass Integrationspolitik eine ganz zentrale Aufgabe des Landes ist und dass hier deutlich mehr fokussiert werden muss. Und ich will es Ihnen auch gleich einmal mitgeben, anhand Ihres Antrags, den Sie ja hier vorgelegt haben. Der grüne Vorredner an der Stelle hat, glaube ich, große Worte gefunden für große Themen, weltpolitisch, bundespolitisch, allgemeingesellschaftlich. Und er hat es auch mit Symbolen geschmückt. Aber er ist wenig an den realen Themen in Hessen gewesen. Das zeichnet ja diese Landesregierung aus, dass sie nicht mehr in der Lage ist, die Realitäten in Hessen wahrzunehmen, sondern sie redet über Stellen, nicht über Menschen. Sie redet nicht über Probleme, sondern Sachverhalten aus irgendwelchen Berichten. Sondern wir haben eine problematische Situation in unseren Städten, und die soll aufgelöst werden. Und das ist nicht mehr im Fokus. Und da lässt sich das auch leicht daran abbilden, dass Sie seit über einem Jahr, fast anderthalb Jahre, eine entscheidende Integrationskonferenz, wo Sie Ihren eigentlichen Integrationsplan, und zwar nicht Flüchtlingsintegrationsplan, sondern den eigentlichen Integrationsplan, bis heute noch nicht vorgestellt haben. Sie arbeiten scheinbar nicht schnell genug, weil die Legislaturperiode ist im Jahr rum. Sie hatten vier Jahre Zeit, die Integrationsideen, die Sie haben, umzusetzen. Bis heute liegt dieser Plan nicht vor. Sie haben eine Integrationskonferenz abgesagt. Sie haben, obwohl Sie längst hätten einladen müssen, schon zur nächsten nicht eingeladen. Sie legen jetzt einen Doppelhaushalt vor, und Sie haben noch keine Idee, wie Sie denn die nächsten zwei Jahre die Integrationspolitik gestalten wollen, weil dazu brauchen Sie Geld. Ohne Plan können Sie eigentlich kein Geld einstellen. Das heißt, eigentlich wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich ist die nächsten zwei Jahre eine Entwicklung der Integrationspolitik gar nicht möglich, weil Sie nicht in der Lage waren, innerhalb von vier Jahren eine Weiterentwicklung vorzulegen. Und darum auch die großen Worte von Herrn Bocklet. Bloß nicht am Thema, bloß nicht mit dem Eigentlichen, worum es hier eigentlich geht, und bloß nicht mit den eigenen Leistungen konfrontiert werden, hier einen Antrag vorlegen, in dem es in 1, 2, 3, 4, 5 Punkten um Flüchtlinge geht, um zwei Punkte um Antidiskriminierung und Vielfalt. Nicht einmal ist das eigentliche Integrationsthema, langfristige Thema bei Ihnen benannt. Und es wäre so einfach für Sie. Ich habe es mitgebracht. Das ist die Enquetekommission Integration und Migration. Der Hessische Landtag und einige Kollegen sitzen ja noch hier, hat mehr als drei Jahre mit Fachleuten zusammengesessen und hat Ihnen eigentlich hier aufgeschrieben, wo die Handlungsaufträge sind. Über 100 Vorschläge, wo man sich mal Stück für Stück mal vielleicht 10, 15 auf die Fahne schreiben. Ich bin ja gar nicht anspruchsvoll. Eine Handvoll dieser Vorschläge auf die Fahne schreiben können, um umzusetzen, was wir gemeinsam beschlossen haben.
Und wenn Sie heute sagen, ich will vielleicht nicht die Politik von den Freien Demokraten, von der SPD oder anderen Fraktionen umsetzen, dann hätten Sie vielleicht einfach mal Seite 56 aufgeschlagen. Da steht dann zusätzliche Handlungsempfehlung der Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Dann hätten Sie vielleicht einmal Ihre eigenen Ideen, die Sie hier niedergeschrieben haben, an die hätten Sie sich einmal erinnern sollen. Und da geht es um die zusätzlichen Handlungsempfehlungen im Bereich Sprache und Bildung. Da geht es z.B. darum, eine kindgerechte Gestaltung des Übergangs von der Kita zur Grundschule. So, jetzt kann ich Ihnen noch einmal sagen, lieber Herr Minister, qualifizierte Schulvorbereitung. Was ist das? Was ist das? Haben Sie, haben Sie den Evaluationsbericht einmal gesehen? Was ist im Evaluationsbericht besonders augenfällig? Bei der Frage, wie kann ich die Qualität in Kitas und den Übergang zu Grundschulen verbessern? Besonders erfolgreich ist die Frage der Vermittlung der Sprache und der Lesefähigkeiten. Und insbesondere Migranten profitieren von dieser Verbesserung. Dieses Programm haben Sie auslaufen lassen. Das haben Sie eigentlich, wenn wir ehrlich sind, haben Sie es beendet und haben es auslaufen lassen, weil es von den Freien Demokraten kam. Es war zwar gut, aber es war halt von uns. Und dann haben Sie gesagt, nö, machen wir nicht, obwohl Sie es selbst einmal gefordert haben, obwohl das Land es evaluiert hat, es erfolgreich war. Sie konterkarieren nicht nur, dass Sie nichts tun, Sie konterkarieren auch noch die Erfolge der alten Legislaturperiode. Und da kann ich nur sagen, Sie sind Weltmeister der großen Worte. Sie sind Weltmeister, die Probleme nicht zu erkennen. Und leider ist der Ertrag, den Sie in Ihrer Politik vor Ort erzielen, absolut überschaubar. Ich bedauere das sehr. Das wäre eines, wenn die Freien Demokraten gern für Trendwenden sich einsetzen, das wäre eines der Themen, wenn die Freien Demokraten in Hessen wieder etwas zu sagen hätten, wo wir sagen würden, da wollen wir wieder Innovationstreiber sein, da wollen wir Schrittgeber sein, da wollen wir Integrationskonferenzen durchführen und da wollen wir auch eine Umsetzung dieser problematischen Situation oder eine Verbesserung der problematischen Situation in den Bezirken, in unseren Städten vorantreiben. Wir wollen wieder in der Integrationspolitik in die Vorhand kommen. Das wird mit Ihnen nicht gelingen. Sie haben 4 Jahre geschlafen. Sie haben in den 4 Jahren Rückschritt in der Politik zu verantworten. Und ich werde dem neuen Staatssekretär jetzt einmal eine Fassung geben dieses Buches. Vielleicht liest er einmal nach und guckt einmal, was zumindest die Grünen vorgeschlagen haben. Vielleicht wird in den letzten 12 Monaten doch noch einmal etwas zu Wege gebracht. Hessen könnte es gebrauchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Tippi für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß nicht, ob wir Weltmeister sind, lieber Kollege Rock, aber es ist sicher, dass wir deutsche Meister sind. Und wer deutscher Meister ist, ist auch Weltmeister in diesem Land, glauben Sie es mir. Und Integrationspolitik ist eigentlich und war und wird in Zukunft auch in guten Händen bleiben. Denn Integrationspolitik ist, lieber Kollege Rock, ist bei uns eine Chefsache, und das ist gut so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schon oft haben wir in diesem Plenum über das Thema Integration diskutiert. Die Bewältigung der Ankunft der vielen Schutzsuchenden in den Jahren 2015 und 2016 wird uns auch in den nächsten Jahren alles abverlangen. Zentrale Fragestellung ist also, wie gelingt Integration und wie halten wir die Gesellschaft zusammen? Uns ist bewusst, dass Integration ein wichtiger Schlüssel für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist. Ihre Auswirkungen betreffen unsere Gesellschaft und unsere Bevölkerung. Nur gemeinsam können wir die vor uns liegenden Herausforderungen meistern. Die Politik hat die Aufgabe, dazu die richtigen Weichen zu stellen, um Integration vor Ort bestmöglich zu unterstützen und auch zu fördern. Als Landesregierung haben wir das früh erkannt und darauf auch entsprechend reagiert. Ein wichtiger Schritt dabei war der Hessische Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Dies war ein bundesweit beispielhaftes Paket, das vor allem die unmittelbaren Folgen der Ankunft vieler Flüchtlinge bewältigen sollte. Darauf haben wir uns aber nicht ausgeruht und haben mit einem weiteren beschlossenen Baustein
noch stärker die Integration und die Teilhabe für alle dauerhaft in Hessen lebenden Menschen in den Fokus gerückt. Unsere Integrationspolitik beruht auf Respekt, Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen in Hessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, das Zusammenleben und der Zusammenhalt unserer Gesellschaft auch in Zukunft aktiv zu gestalten. Dazu gehören alle Hessinnen und Hessen, Migrantinnen und Migranten, ganz gleich, ob sie schon bei uns leben oder ob sie neu in unser Land gekommen sind. Dabei ist mir und uns ganz besonders wichtig, jeder, der hier leben und arbeiten will, muss unsere Verfassung, unsere Demokratie und unser Grundgesetz akzeptieren. Nur wer die gemeinsamen Werte als wesentlichen Teil unserer Gesellschaft akzeptiert, kann ein Teil von ihr werden. Darauf müssen wir immer wieder hinweisen. Und es ist unsere Auffassung, dass Integration langfristig nur so erfolgreich sein kann. So umfangreich dieses Thema ist, so umfangreich könnte, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier auch mein Redebeitrag sein. Wenn ich alles aufzählen würde, lieber Herr Rock, würde, das wir bereits umgesetzt haben oder aktuell planen, umzusetzen, die Zeit dafür nicht reichen. Aber ich bin mir sicher, unser Staatssekretär wird hernach einige Details aufzählen. Deshalb möchte ich heute nur zwei für mich sehr wichtige Punkte aufgreifen. Neben allen anderen Dingen, die zur Integration gehören, ist die Sprache der wichtigste Schlüssel. Sie ist es, die uns ein erfolgreiches Weiterkommen ermöglicht, sei es in der Schule, in der Ausbildung, auch in der gesellschaftlichen Austausch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit neuen integrationspolitischen Akzenten haben wir beispielsweise die Förderung von niedrigschwelligen Sprachförderkursen für Erwachsene gestärkt, den alltagsbesorgenen Spracherwerb für Flüchtlinge mit dem Programm Mitsprache Deutsch for You inklusive einer Kinderbetreuung, damit insbesondere die geflüchteten Frauen ebenso an den Kursen teilnehmen können, haben wir maßgeblich gefördert. Für die Integration von Flüchtlingen sorgen zudem 33 neue Wir-Fallmanagerinnen und Fallmanager. Zusätzlich zu den bestehenden 33 Wir-Koordinationsstellen, die das Integrationsmanagement vor Ort aktiv gestalten. Dies, meine Damen und Herren, alles ist Teil unseres Landesprogramms Wir, mit dem die Integrationspolitik vor Ort nachhaltig gestärkt und gleichzeitig die Arbeit der Träger und Kommunen unterstützt werden soll. Aber auch Respekt untereinander ist uns ein wichtiges Anliegen. Denn gegenseitiges Verständnis und Toleranz sind Grundpfeiler in unserer Gesellschaft. Wenn Rücksichtslosigkeit, Gewaltbereitschaft und Enthemmungen weiter zunehmen, wenn immer mehr Hass gesät wird, dann bricht unsere Gesellschaft auseinander. Wir leben heute schon in einer Welt, in der Extremisten sowohl religiös als auch von links und rechts versuchen, unsere freiheitliche Gesellschaft zu unterlaufen. Das darf uns nicht gleichgültig sein, und das ist es uns auch nicht, liebe Freunde. Mit der Kampagne des Respekts haben wir deshalb einen besonderen schweren Punkt auf dieses Thema gelegt. Respekt ist nämlich die Grundlage für ein friedliches und erfolgreiches Zusammenleben, für ein Miteinander in der Gesellschaft. Ein Mehr an Respekt bereichert unser Leben. Respektlosigkeit setzt hingegen nicht nur dem Einzelnen, sondern dem gesellschaftlichen Klima insgesamt zu. Diskriminierung, egal in welchen Bereichen, extremistische Positionen, die sich gegen Teile der Bevölkerung richten, gilt es daher zu verhindern. Letztendlich sind wir alle gefragt, meine Damen und Herren. Es ist unsere gemeinsame und verantwortungsvolle Aufgabe, jeden Tag aufs Neue und mit ganzer Kraft für den Artikel 1 unserer Hessischen Verfassung einzutreten. Unerlässlich ist dabei, dass sich alle an die Grundlagen unserer Verfassung und die Grundsätze unseres Rechtsstaates als wesentliche Verabredung unserer Gesellschaft halten. Dies gilt für viele Lebensbereiche, egal ob jung oder alt, einheimisch oder zugezogen, im Straßenverkehr wie auch an unseren Schulen, liebe Freunde. Dafür stehen wir und dafür kämpfen wir auch. Wir kämpfen entschieden gegen jegliche Art des Extremismus, gegen Rassismus und gegen jede andere Form der Diskriminierung.
Deshalb haben wir schon im Jahr 2015 eine Antidiskriminierungsstelle eingerichtet. Darüber wurden Beratungs-, und Aufklärungs- und Präventionsangebote etabliert, mit dem Ziel, Diskriminierung vorzubeugen und Benachteiligungen zu verhindern. Dafür hat sich auch der ausscheidende Staatssekretär Schurt Reisseiter stets eingesetzt und stark gemacht. Er hat in den vergangenen Jahren viel erreicht, liebe Freunde, und bewirkt im Interesse unseres Landes. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal bei ihm herzlich bedanken. Lieber Schur, vielen herzlichen Dank für alles, was du getan hast, für deine ausgezeichnete Arbeit. Ich wünsche dir alles, alles Gute in Zukunft und Gottes Segen. Meine Damen und Herren, Staatssekretär Dreiseitel hat gemeinsam mit der Landesregierung auch deutlich gemacht, nur wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt gewahrt bleibt, nur wenn Integration gelingt und Diskriminierung verhindert wird, nur dann können wir unsere Zukunft erfolgreich gestalten. Davon profitieren nicht nur die Menschen, die neu zu uns gekommen sind und hier Zuflucht gefunden haben. Davon profitieren wir alle. Wir wissen natürlich, dass wir unsere Gesellschaft nicht überfordern dürfen. Die Anstrengungen der letzten Monate und Jahre waren immens. Viele Ehrenamtliche haben einen wichtigen Beitrag geleistet, ohne den wir nicht so weit gekommen wären, wie wir es heute sind. Dafür gilt mein und unser allherzlicher Dank. Deshalb steht die Hessische Landesregierung nicht nur für die Solidarität mit Verfolgten, die unseren Schutz brauchen, sondern auch für die konsequente Rückführung derer, die kein Bleiberecht haben. Wir brauchen funktionierende Regeln, die eine Rückkehr sicherstellen und die auch konsequent angewendet werden, meine Damen und Herren. Diese beiden Punkte gehören gleichermaßen dazu, um den Zusammenhalt der Gesellschaft nicht zu gefährden. Es sind zwei Seiten einer Medaille, und das muss uns immer stets bewusst sein. Uns ist aber auch bewusst, dass wir in unseren Anstrengungen für eine gelingende Integration nicht nachlassen dürfen. Diese Aufgabe wird uns noch über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte hinaus beschäftigen. Mit der Ernennung eines Staatssekretärs im Ministerium für Soziales und Integration und seiner Berufung als Bevollmächtigter für Integration und Antidiskriminierung tragen wir den Rechnung. Der künftige Staatssekretär, Kollege Kai Klose, wird seinerzeit, wie ich finde, Akzente setzen und zugleich an die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Schurt Reisseitel anknüpfen. Da bin ich ganz sicher, liebe Freunde. Integration muss immer wieder neu gedacht und aber auch gelebt werden. Unsere Aufgabe ist es, die Arbeit klug weiterzuführen und engagiert voranzugehen. Dafür steht die Hessische Landesregierung. Liebe Frau Präsidentin, lassen Sie mir noch vielleicht zwei Sätze zu. Ich möchte auch ein paar Sätze zu dem Ausgang der letzten Bundestagswahlen sagen. Liebe Freunde, wir haben, glaube ich, alle die Pflicht und die Verantwortung für die Zukunft, dass das demokratische Wahlverhalten in diesem Land aufrechterhalten wird. Dafür bitte ich Sie, gemeinsam zu kämpfen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Tippi. Als nächster Redner spricht nun Kollege Di Benedetto von der Fraktion der SPD. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Titel des heutigen Antrags lautet Integration und Antidiskriminierungspolitik in Hessen erfolgreich weiterentwickelnd, und ich denke, das ist auch bitter nötig. Ich glaube, Herr Bocklat, Sie haben recht, wenn Sie davon sprechen, dass eine in die Zukunft gerichtete Integrationspolitik alternativlos ist. Und das Problem ist, dass in den letzten Jahren das hier in Hessen so nicht passiert ist, meine Damen und Herren. Eigentlich
Hätte die schwarz-grüne Landesregierung gleich zu Beginn dieser Legislatur mit der Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission Migration und Integration, wie der Kollege Rock schon gesagt hat, gleich loslegen müssen. Immer wieder habe ich mich gefragt, ob die schwarz-grüne Koalition überhaupt daran denkt, dass es in der letzten Legislaturperiode eine solche Kommission gegeben hat, und übrigens auch auf Initiative meiner Fraktion. Diese Kommission legte bereits im Sommer 2013 nach 31 aufschlussreichen Sitzungen eine umfassende Bestandsaufnahme vor der Lebenssituation von Menschen mit Migrationshintergrund und machte Vorschläge, wie sich künftig die hessische Integrationspolitik weiterentwickeln sollte. Lassen Sie mich nur einen Satz aus dem Abschlussbericht zitieren, meine Damen und Herren. Die Enquete-Kommission blieb jedoch nicht bei der Analyse des Phänomens Migration und Integration stehen, sondern formulierte auch konkrete Handlungsanleitungen für Landes- und Kommunalpolitik und entwickelte Konzepte, wie Potenziale erfolgreicher erkannt, gefördert und nutzbar gemacht werden können. Zitat Ende, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, seit Bestehen unseres Bundeslandes hat es nie eine so gut durchdachte Handlungsvorlage für ein wichtiges Politikfeld gegeben wie die der besagten Kommission. Erwähnt sei auch, dass seit über 4 Jahren ein Abschlussbericht vorliegt, der weitestgehend einvernehmlich beschlossen worden ist. Und das ist bei einem komplexen und strittigen Thema wie der Integration nicht unerheblich, meine Damen und Herren. Eine bessere Steilvorlage kann eine Landesregierung gerade zu Beginn einer Legislaturperiode gar nicht haben. Deshalb fragen wir uns, warum die schwarz-grüne Koalition nicht gleich die Ärmel hochgekrempelt hat. Wo bleibt die Umsetzung der Enquete-Kommission, meine Damen und Herren? Anstatt umzusetzen, setzte die schwarz-grüne Landesregierung erst ein Jahr nach Amtsantritt eine Integrationskonferenz ein, die einen Integrationsplan erarbeiten sollte, wie der Kollege Rock gesagt hat, auf den auch ich später zurückkommen muss. Was ist das für ein Vorgehen, wenn ein fertiger Plan vorliegt? Hier muss ich sagen, wenn ich jetzt zum Entschließungsantrag komme, dass ich schon über den ersten Satz arg gestolpert bin und mich gefragt habe, ob er denn überhaupt ernst gemeint sein kann. Sie schreiben, der Landtag stellt fest, dass in Hessen eine flächendeckende und verlässliche Infrastruktur für Integration geschaffen wurde. Meine Damen und Herren, hier kann, weiß Gott, weder von einer flächendeckenden noch von einer verlässlichen Infrastruktur für Integration gesprochen werden. Es ist zwar richtig, dass Hessen trotz aller Unwägbarkeiten bei den ersten Schritten zur Aufnahme und Integration von Geflüchteten bundesweit eine gute Figur abgegeben hat. Was aber auch daran lag, meine Damen und Herren, dass die SPD mit im Boot war und dass es auf kommunaler Ebene viele Verantwortliche der SPD gegeben hat, die die Dinge ordentlich umgesetzt haben. Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang, dass meine Fraktion bereits vor der sogenannten Flüchtlingswelle auf die Landesregierung zugegangen ist und mit Blick auf den gesellschaftlichen Frieden unsere konstruktive Zusammenarbeit angeboten hat. Dieses gemeinsame Anpacken von Opposition und Koalitionsfraktionen in Flüchtlingsfragen hat sich bewährt und auch bundesweite Beachtung erfahren, weshalb wir nicht verstanden haben, warum wir beim Aktionsprogramm 2 stillschweigend außen vor gelassen worden sind. Aber ich versichere Ihnen, meine Damen und Herren, dass sich meine Fraktion nach wie vor ihrer Verantwortung bewusst ist und wir uns weiterhin leidenschaftlich dieser Herausforderung stellen. Ja, es hat in dieser immer noch experimentierenden Regierungskonstellation einige erste Schritte in die richtige Richtung gegeben, z.B. in der Antidiskriminierung oder auch im Erstellen eines Aktionsplans für Akzeptanz und Vielfalt. Das Grundproblem der hessischen Integrationspolitik seit der Operation Düstere Zukunft aber bleibt, meine Damen und Herren.
Es ist die über fast alle Integrationsmaßnahmen schwebende Projektitis. Ich weiß, der Begriff ist etwas schräg, aber er trifft den Nagel auf den Kopf. Und glauben Sie mir, es bin nicht nur ich, der dieses Elend so benennt. Sicher haben auch die Koalitionsfraktionen in dem ein oder anderen Gespräch mit Verbänden und Organisationen schon einmal etwas davon gehört. Hand aufs Herz, meine Damen und Herren der Koalition. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Organisationen permanent nur uns Sozialdemokraten über die Folgen dieses Elends berichtet. Es ist unvorstellbar, dass sie nicht davon wissen. Nachhaltigkeit kann allein durch befristete Modellprojekte und der Mobilisierung und Stärkung des Ehrenamtes nicht garantiert werden. Wobei ich hier das Ehrenamt nicht kleinreden will. Es wird gebraucht, und es braucht hauptamtlichen Rückhalt, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns ernsthaft den integrationspolitischen Herausforderungen stellen wollen und dabei sowohl den Zusammenhalt und das Wohl aller in unserem Land lebenden Menschen als auch unsere Ökonomie entsprechend berücksichtigen wollen, so muss in allererster Linie alles dafür getan werden, um die Regelangebote weiter zu entwickeln, zu stärken und vor allem zu verstetigen. Wer in Sachen Integration mittel- und langfristig positive Veränderungen für die Gesamtgesellschaft erwirken will, der muss ein für alle Mal weg von dieser unsäglichen Praxis der Projektitis. Es ist bedauerlich, meine Damen und Herren, dass es in Hessen im Grunde sehr wenige Integrationsangebote gibt, die tatsächlich auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Und das Besondere daran ist, dass sie fast alle bundesfinanziert sind, wie z.B. die völlig überlastete Migrationsberatung und die Jugendmigrationsdienste, die dem Land Hessen keinen einzigen Cent kosten. Das ist bezeichnend. Wir sind in Hessen von einer Verstetigung der Integrationsangebote noch sehr weit entfernt, wie ich finde. Und selbst die notwendige Erweiterung des WIR-Programms hilft uns da nicht wirklich weiter. Und vielleicht sollten wir auch den Mut aufbringen, meine Damen und Herren, die ein oder andere Kampagne und Angebote einzustampfen, die nicht wirklich gewinnbringend sind. Ich denke da z.B. an den Integrationsberat der Hessischen Landesregierung, den bisher kein Mensch gebraucht hat. Tut mir leid für den Herrn Hahn, aber so ist das. Außerdem habe ich bis heute noch nicht verstanden, was die Berufung als Bevollmächtigter für Integration und Antidiskriminierung bedeutet. Vielleicht kann mir das heute mal jemand erklären oder heute Abend. Ihr Entschließungsantrag, meine Damen und Herren der Koalition, hätte Sinn gemacht, wenn Sie darin wenigstens auf den offensichtlich geheim gehaltenen Integrationsplan eingegangen wären, auf den dieses Haus schon lange wartet, wie der Herr Rock gesagt hat. Für mich ist es eigentlich unvorstellbar, dass in diesem Zusammenhang dieser Plan mit keiner Silbe erwähnt wird, egal in welchem Tresor oder in welcher Schublade er nun auch mögen liege. Eigentlich ist es eine Schande, wenn man bedenkt, meine Damen und Herren, dass viele, viele engagierte Menschen mit großer Ernsthaftigkeit und Hoffnung an dieser Vorlage gearbeitet haben, die der Landesregierung bereits seit 2 Jahren vorliegt. Wir sind sehr gespannt, ob die Anregungen derjenigen, die in der Integrationskonferenz mitgewirkt haben, tatsächlich auch annehmen oder ob sie eine weichgespülte Fassung vorlegen werden. Messen muss sich der von Ihnen vorzulegende Plan, meine Damen und Herren, an den Ergebnissen der Enquete-Kommission aus der 18. Wahlperiode. Und ich habe da große Zweifel, da will ich das ganz offen aussprechen, ob Ihre Vorlage diese Erwartungen erfüllen wird. Jedenfalls haben Sie viel Zeit verschwendet. Sie hätten nur die Ergebnisse der Enquete umsetzen müssen, und wir könnten heute schon viel, viel weiter sein. Eine Legislaturperiode verschwendete Zeit. Was soll das, meine Damen und Herren? In Ihrem Antrag steht, der Landtag stellt fest, dass in Hessen eine flächendeckende und verlässliche Infrastruktur für Integration geschaffen wurde. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme gleich zum Schluss, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, ich vermag diese Infrastruktur nicht zu verkennen und nicht zu erkennen, und meine Fraktion auch nicht. Ich hätte dann noch das eine oder andere zu sagen, aber ich möchte diese Gelegenheit jetzt abschließend nicht versäumen, um Ihnen, sehr geehrter Herr Staatssekretär Dreiseitel,
von ganzem Herzen in meinem Namen, aber auch im Namen meiner Fraktion für die sehr gute Zusammenarbeit zu bedanken. Wir wünschen Ihnen von Herzen viel Gesundheit und dass Sie auch noch eine gute Zeit nach diesem Mandat haben. Und wir würden uns freuen, wenn man sich über den Weg läuft. Alles, alles Gute Ihnen, Herr Dreiseitel. Und Herr Kollege, bitte, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Und Herr Klose, biete ich natürlich eine konstruktive Zusammenarbeit an, in der Hoffnung, dass Sie sich in Ihrem neuen Haus auch besser durchsetzen können. Ich biete Ihnen hier meine und die Zusammenarbeit unserer Fraktion an. Und Sie können sicher sein, dass wir ernsthaft mit Ihnen debattieren werden über die Zukunft dieses Landes. Vielen herzlichen Dank.